Gelmerhütte. Die 23. Beleuchtung, 2412 Meter über Meer. Wunderschön, ich wusste, es wird streng. Sie liegt weit hinten im Tal über einem Stausee. Was ist dort besonders? Wir sind vom Parkplatz aus mit einer Bauarbeiterbahn von früher, die den Stausee gebaut hat, drauf. Die ist offen, da geht es ganz steil, hinten sind wir auf. Und nachher laufen wir in den Granitfelsen, Zentralmassiv, Granitfelsen, reingehauen in die Wand dem See entlang. Und dann geht es nur noch anderthalb Stunden rauf. Ein Wort zu SAC Brugg. SAC Brugg ist der Wilhelm Tell unter den SAC-Sektionen. Das waren die Abtrünnigen, die als erstes sich erlaubt haben, statt Strohlager Matratzen anzutun. Das riesige Theater in Bern bei den Chefen. Kaum war das durch, SAC Brugg wieder. Alpentalibanen, wir wollen keine Wollendecken mehr, wir wollen Duvet. Wieder ein riesige Theater. Die ersten waren, die Frauen erlaubt haben in den Hütten. Wieder ein riesiges Theater. Also, es ist typisch schweizerisch. Es gibt immer Vorreiter, die etwas erfinden und die anderen machen es dann auch. Willkommen zu Hause. Ich ganz ein Schlauer denkt, wir nehmen den Projektor auf das kleine Dach von dem kleinen Haus, das neben der Hütte steht. Alles montiert, von dort aus beleuchtet, gerade stehen gelassen, dass ich am Morgen nicht mehr aufbauen muss. Ich komme am Morgen mit Michael Heberli, Kulturpartner Bayer, Projektleiter, der mitgeholfen hat. Das erste, was passiert, als ich den Fuß aufs Satellitendach tue, ich werfe fast das Loch ab und dann 100 Meter weiter Felsen ab. Alles voller Raureifen. Sofort am Hüttenwald geschraubt. Seil, Seil. Er hat uns ein Seil gegeben. Und dann sind wir angeseilt, ganz fein auf dem schrägen Dach zum Projektor runter. Und haben uns am Seil heben die Morgenbeleuchtung gemacht. Die mehrmals auch im Alpenclub speziell war. Wir waren die erste Hütte, die Matratzen hatte. Wir waren die erste Hütte, die Licht hatte. Und das hat damals 1935 und 1937 doch auch ein bisschen für Aufruhr im SAC gesorgt. Der Aufstieg war genial. Gestern Morgen angekommen mit dieser steilen Bahn. Nachher am See entlang, türkis, die Wand. Der Wand entlang gelaufen und dann ist die steile steil steigen gekommen bis da in die Hütte rauf. Ich also denke, da fahren die Leute wahrscheinlich tausende von Kilometern, für dass sie so etwas haben, was wir eigentlich hier vor unserer Wohnung haben. Ja, wir haben gefunden, dass es passt nicht in den SAC heute, es passt nicht zum Schweizerischen. Und eben, wir hätten können überzeugen an dieser Abgeordnetenversammlung, dass man gesagt hat, wenn man Strom erzeugt vom Wasser hier, vom Grimsel, dass das mehr mit der Schweiz verbunden ist, als wenn man Petrol aus Südamerika nimmt, um die Lampen zu beleuchten. Es ist einfach ein ganz anderer Umgang, den man miteinander hat, hier oben, finde ich, als so in einer Stadt, jetzt wie beispielsweise Zürich. Es ist alles sehr spontan und man ist offen zueinander. Man schläft beieinander, das Essen ist fein. Man ist noch ein bisschen gesellig, man ist doch bis um 12 Uhr noch ein Gläschen getrunken. Obwohl man gewusst hat, um 5 Uhr geht es wieder los, dann ins Bett. Und eineinhalb Stunden verwacht, weil man halt einfach ein bisschen gewusst, man muss um 5 Uhr bereit stehen, um auch wieder beleuchten.